Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Kalthafen und ich habe es euch versprochen, es ist die letzte Quest, bevor wir mit der Hauptstory hier weitermachen. Und zwar befinden wir uns gerade hier am Wegschrein der Bibliothek der Dämmerung. Und ja, irgendwo hier um uns herum, da ist sie schon, unsere Quest. Das ist wunderbar. Können wir reden? Ja, wenn du nicht so durch mich durchlaufen würdest, ja. Ihr seid eine lebendige Person, nicht wahr? Ich dachte, ich sei ganz allein hier draußen. Ich wette, ihr kommt aus der Stadt dort drüben. Könnt ihr mir bitte helfen? Warum seid ihr durchsichtig? Ich bin eine Projektion, Dummerchen. Mein Bruder und ich sind Teil der Forschungsexpedition der Magiergilde. Nun, eigentlich sind wir sozusagen nur freie Mitarbeiter. Wir wurden von den anderen getrennt, kurz nachdem wir in Kalthafen eintrafen. Aber wir faulenzen nicht. Wir untersuchen diese alte Bibliothek. Was ist das Problem? Wir haben Lose gezogen und ich habe den Wachdienst abbekommen. Als ich sah, wie die Dädra den Eingang versiegelten, habe ich einen anderen Weg nach drinnen gefunden. Um meinen Bruder zu retten, wisst ihr? Aber jetzt bin ich auch gefangen. Es gibt hier drin jede Menge Kram für magische Projektionen. Genau damit rede ich zu euch. Wie kann ich helfen? Die Magiergilde hat einen Trupp aus Mitgliedern der Unerschrockenen zusammengestellt, den besten Verlies-Vagabunden aus allen drei Allianzen. Für den Fall, dass sie auf Ruinen oder Relikte stoßen. Mein Bruder ist mit ein paar anderen Schatzjägern in die alte Bibliothek gegangen. Und dann sind die Dädra aufgetaucht? Ihr habt es begriffen. Hört zu, mein Bruder ist zwar der Fachmann für so etwas, aber ich glaube, dass die Dädra die Projektionslinsen benutzen, um Leute zu beobachten, die in der Bibliothek gefangen sind. Solange die Linsen aktiv sind, werden sich die Türen nicht öffnen. Ich glaube, es ist Zeit für etwas Sabotage. Ich soll die Linsen also zerstören? Das war genau mein Gedanke. Ich werde euch von drinnen so viel wie möglich unterstützen. Folgendes kann ich euch sagen. Eine der anderen Gelehrten nannte diesen Ort die Bibliothek der Dämmerung. Sie konnte es gar nicht abwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Bitte beeilt euch. Was die Dädra auch wollen, es kann nichts Gutes sein. Ja, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf, um die Linsen zu zerstören. Kann man hier, ja, da kann man durch. Nehmen wir nochmal schnell was mit unterwegs. Das sollte sich als nützlich erweisen. Das ist auf jeden Fall immer nützlich, besonders auf diesem Account. So. Flupp. Ich weiß noch, dass man hier irgendwie ein bisschen blöd reinkam. Dich nehme ich aber sehr, sehr gerne mit. Platinflöz brauche ich immer. Und es tut mir leid, Leute, aber rote Sachen, rotglänzende Sachen kann ich leider nicht liegen lassen. Weil das nämlich bedeutet, das sind 160er Sachen. So, zack. Funktioniert das? Könnt ihr mich sehen? Ich werde versuchen, euch zu zeigen, was in der Bibliothek vor sich geht, während ihr diese Linsen zerschmettert. Also los. Habt ihr das gesehen? Ich werde einige Anpassungen vornehmen, während ihr die nächste Linse sucht. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, wenn Leute stehen und lesen, aber irgendwas geht dadurch wohl in der Bibliothek vor sich. Ja, ich weiß, die kommen jetzt alle. Wo ist denn da? War der Eingang? Er kommt, kommt, kommt rüber. Es funktioniert. Anscheinend haben meine Anpassungen Wirkung gezeigt. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich einen Blick in den anderen Teil der Bibliothek werfen kann. Das war unerwartet. Ich muss etwas falsch machen. Ich werde es noch einmal versuchen, während ihr die letzte Linse aufspürt. Ja, das machen wir. Und zwar ist die auf der Seite.
schon. Wie kommen wir denn da jetzt hin, ohne jetzt hier massiv Leute mitzuziehen? Gar nicht, ne? Ich weiß. So. Überraschung! In Ordnung. So könnte das funktionieren. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich meinen Bruder entdecken kann. Fürstin Laurent, wir müssen hier raus. Dieser Ort ist eine Falle. Der junge Rainer wurde bereits von ihm verzaubert. Oh, Telenga, lasst uns doch einfach hier bleiben. Ihr und ich. Nein, der Zauber hat auch euch befallen. Kommt, mein Lieber. Lasst uns ein ruhiges Plätzchen finden zwischen all diesen wundervollen Büchern. Sie ist verloren, verdammt! Ich muss fliehen, bevor ich dem Zauber auch noch erliege. Ich werde eine Nachricht hinterlassen, falls die Wirkung nachlässt. Ein Zauber? Warum bin ich nicht betroffen? Wartet, ich habe gerade gehört, dass sich die Tür geöffnet hat. Es müsste jetzt sicher sein. Trefft mich in der Galerie oben auf den Ruinen. Okay, machen wir. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, weil wenn die Laurent hier mit der Magiergilde zu tun hat, dann kann es natürlich sein, dass wir dadurch auch Leute von der Magiergilde befreien. Verbrennt es! Hier wird nicht so niemand verbrannt. So. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die beiden anderen Quests dann nicht doch noch dazwischen schieben werden. Rainer! Rainer! Er kann mich nicht hören. Warum kann er mich denn nicht hören? Rainer! Ich kann Rainer durch dieses Beobachtungsfenster sehen, aber er kann mich nicht hören. Es muss der Zauber sein und ich wette, dass der Zauber nicht auf mich gewirkt hat, weil ich nicht auf den Auslöser reagiere, der die Magica-Matrix kontrolliert. Die Magica-Matrix? Das Zaubernetz. Ihr wisst schon, wirklich eine raffinierte Falle. Ich glaube, dass der Katalysator des Zaubers irgendwas mit Wissensdurst zu tun hat. Ich will mich ja beleidigt zeigen, aber was soll ich sagen? Ich bin aus reiner Abenteuerlust hier dabei und nicht wegen irgendwelcher wissenschaftlichen Vorhaben. Und danke übrigens. Wir haben einen Blitzstab bekommen. Stab des Verliesgängers vom Lumpen des Gefangenen. Der Zauber scheint eine Kombination aus Gaukeleien und Illusionen zu sein. Er hat meinen Bruder und die anderen Bücherwürmer in seinen Bann geschlagen. Auf jeden Fall können wir sie so nicht zurücklassen. Wir müssen sie davon befreien. Habt ihr einen Plan? Ich habe immer einen Plan. Dafür müsst ihr da runtergehen und ihnen etwas Vernunft beibringen. Ich werde aufpassen, dass die Daedra uns nicht wieder hier einschließen. Sucht mich einfach, falls Rainer euch irgendwelche Probleme macht. Und seid bloß vorsichtig. Illusionsmagie kann eine knifflige Sache sein. Ich dachte, der Zauber würde nur Gelehrte beeinflussen. Sicher, aber dort unten könnten noch andere Zauber aktiv sein. Werft einen Blick durch die Beobachtungsfenster und merkt euch die Einzelheiten jeder Arrestzelle. Die Daedra werden diese Notizen nicht ohne Grund gemacht haben. Und ich bin eine große Freundin guter Vorbereitung. Ja, ich auch. Deswegen kann ich euch da auch wirklich einen Tipp geben. Ich glaube, hier fing es schon an. Fachmann für Artefakte. Inhaftiert in Raum mit gelben Kristallen und Banner des Auges. Genau. Das heißt, da schreiben wir uns jetzt auf, dass es um Rainer geht. Gelbe Kristalle. Und Banner Auge. Das muss man sich im Endeffekt nur merken. Anfällig für Illusionen, besitzt aber womöglich von Dwema inspirierte Geräte. Sucht gründlich. So, das ist seine Zelle hier unten. Das kann man auch von hier oben einsehen. Und dann können wir hier weitergehen. Da gibt es dann auch extra einen Pfeil, was ich ehrlich gesagt vorher noch nie so richtig beachtet habe, dass man hier unten auch tatsächlich reingucken kann in diese Zellen. Das solltet ihr euch dann auch immer wieder durchlesen. Gut, es gehört natürlich auch zur Quest. Hier ist die Fürstin Laurent drin. Der Rest, dass sie Breton ist und so weiter, das interessiert eigentlich nicht.
adelig Erkunderin, inhaftiert in Raum mit Banner des Kreuzes, Kreuz von Meridia. Meridia. Und blaue Kristalle. Das ist ganz wichtig. Weil so wisst ihr nämlich, und das kann ich euch gleich genau zeigen, was ich damit meine, welcher Raum der richtige ist. Es gibt nämlich immer drei, von denen ihr unterscheiden müsst, welcher Illusion ist und welcher echt ist. Hier ist gerade irgendwas Seltsames in Gange. Da kann man auch nochmal so durchgucken. Ich weiß nicht, was das hier unten sein soll. Das Fenster blickt auf eine kleine Kammer hinunter. Okay, sieht ein bisschen seltsam aus. Das habe ich bisher auch noch nie gesehen, dieses Leuchten. Dann gibt es hier einmal Tellinger. Fähiger Magier, inhaftiert in Raum mit Banner des Sterns. Stern von Azura und blaue Kristalle. Das ist auch sehr wichtig. Ich habe dazu auch mal einen kleinen Guide gemacht, also ein kleines Video gemacht, wo ich das alles erklärt habe. Aber das habe ich jetzt natürlich nicht nebenbei an. Deswegen schreibe ich mir das nochmal kurz auf. Man bekommt es ja immer wieder zu lesen, bevor man hier den Raum... Oder man kann es halt immer wieder lesen. So. Dann müssen wir erstmal hier hin. Die müssen wir nicht unbedingt beseitigen. Man kann auch dran vorbeischleichen. Ich glaube, das geht bei allen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war jetzt das Erste. Das war Rainor, wenn ich es richtig sehe. Der hat gelbe Kristalle und ein Banner mit einem Auge. Das Banner oben hat kein Auge. Das hat ein Auge, aber hat blaue Kristalle. Der Raum, nicht das Banner. Und hier sind gelbe Kristalle und ein Auge oben. Können wir hier auch nochmal gucken, dass wir noch ein bisschen was zum Lesen mitnehmen. Im Prinzip ist es nicht schlimm, wenn ihr im Falschen seid. Denn bekommt ihr halt nur hier einen Gegner, mit dem ihr dann kämpfen müsst. Rainor Varnos ignoriert euch. Könnt ihr mich hören? Hm? Oh, entschuldigt. Dieses Buch ist zu fesselnd. Können wir später weitersprechen? Ihr müsst von hier verschwinden. Ich sagte doch, ich lese hier gerade. Geht und stört jemand anderen, dessen Intellekt näher an eurem Niveau ist. Fürstin Clarisse und dieser altmärische Artefaktor hören sich euer sinnloses Gefasel bestimmt gerne an. Muss ich erst eure Schwester holen. Seht euch um, das hier ist keine gewöhnliche Bibliothek. Sie wirkt sich auf euren Geist auf. Ich weiß nicht, was... Halt! Ihr habt recht. Dieser Ort verströmt dädrische Magie. Ich spüre es in meinem Hinterkopf. Wir müssen die anderen befreien. Findet Fürstin Clarisse. Ich erinnere mich wieder. Sie hatte irgendetwas Wichtiges erkannt, bevor der Zauber uns in seinen Bann gezogen hat. Werdet ihr zurechtkommen? Ich glaube schon. Aber ich kann immer noch spüren, wie der Zauber an meinem Geist zerrt. Kirit und ich gehen zur Sicherheit in unser Lager außerhalb der Ruinen. Doch ich mache mir Sorgen um die anderen. Da der Zauber auf euch keine Wirkung zu haben scheint, könntet ihr dann nicht nach Fürstin Laurent suchen? Was ist hier drin geschehen? Fürstin Laurent, Telinger und ich wollten unser Glück nutzen und diese alte Bibliothek erkunden. Der mögliche Gewinn an Wissen wog schwerer als jedes damit verbundene Risiko. Doch kaum hatten wir einen Fuß in die Bibliothek gesetzt, begannen die Zauber auch schon zu wirken. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Danke. Kirit und ich machen uns zu unserem Lager vor den Ruinen auf. Trefft uns dort, nachdem ihr Fürstin Laurent und den Artefaktor gefunden habt. Ich finde das ja immer wieder lustig, wie dann die Sätze wiederholt werden, die im Endeffekt ja vorher schon geschrieben wurden. So, das ist Laurent, das heißt Kreuz von Meridia und blaue Kristalle. Ist das ein Kreuz hier? Ja, ne? Ich denke mal, das ist ein Kreuz. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, dass sie das mit Kreuz meinen, aber es ist halt ein Kreuz angezeigt. Nein. Hallo, ich will mit dir reden. Macht doch mal das Bücherregal weg. Fürstin Laurent scheint euch nicht zu hören. Rainor hat mich geschickt, um euch zu finden. Rainor hat euch geschickt? Aber warum? Ich habe gerade das Faszinierendste... Halt, wo bin ich hier? Ihr wurdet von einem dädrischen Zauber erfasst. Ich verstehe. Ich schätze, ich sollte euch wohl fragen, ob ihr nicht Teil dieser ausgeklügelten Falle seid, aber ich spüre, dass ihr keine Illusion seid.
Und was ich auch spüre, ist, wie der Zauber zurück in meinen Geist zu kriechen versucht. Was für ein sonderbares Gefühl. Wisst ihr irgendwas über diese Ruinen? Ich erinnere mich, dass wir das eine oder andere entdeckt haben. Aber die Details fallen mir nicht ein. Vielleicht, wenn ich mehr Zeit hätte, mich von der Wirkung des Zaubers zu erholen. Einen Augenblick. Telenger sagte irgendetwas Wichtiges, bevor dieses Relikt hier meine gesamte Aufmerksamkeit fesselte. Wo ist Telenger jetzt? Ich weiß nichts Genaues, aber ich bin mir sicher, dass Telenger hier irgendwo steckt. Er ist wirklich ziemlich schlau. Und noch dazu so eine galante Erscheinung. Er erinnert mich an meinen guten Freund Stibbons. Elegante Erscheinung, okay. Erinnert ihr euch daran, was geschehen ist? Nun, lasst mich überlegen. Wir wollten uns einmal in dieser alten Bibliothek umsehen. Ich war mir sicher, dass es hier den einen oder anderen Schatz geben muss, für den es sich lohnen würde. Der junge Rainor wurde beinahe sofort in den Bann der Zauber gezogen und rannte davon. Danach wird alles ein bisschen verschwommen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ich werde Telenger finden. Vielen Dank. Ich werde von hier verschwinden. Ich muss jemanden finden. Gut, das nächste wäre dann Stern von Azura und blaue Kristalle. Nehmen wir doch hier direkt mal die Sachen mit, weil das könnt ihr jetzt alles ignorieren. Das habt ihr jetzt schon abgeschlossen. Blaue Kristalle und Stern von Azura. Soll das ein Stern sein? Nee, oder? Aber hier gibt's was zu lesen. Ach, hier ist auch gar keiner drin. So, das könnt ihr natürlich direkt mitnehmen. Blaue Kristalle. Ja, es ist eine Sonne eigentlich mehr. Da ist die Notiz. Abgeschlossen. Darf ich die auch mal lesen? Ich habe diese Nachricht mit einem Schutzzauber versehen, damit Dedra sie nicht sehen können. Wenn ihr das hier liest, seid ihr keine Dedra. Oh, danke schön. Also kann ich euch wahrscheinlich vertrauen. Ich hoffe, dass ihr es seid, Clarice, oder der vielversprechende junge Rainor. Mir schaudert bei der Vorstellung, dass ihr beide noch immer an diesem grausigen Ort gefangen seid. Die Magie hier ist stark, sogar noch stärker als die meine. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich auf einfache Illusionen hereinfalle. Es müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden. Ich bin auf ein Gewölbe in den unteren Bereichen gestoßen. Ich habe vor, mich dort einzuschließen. Hoffentlich bleibe ich lange genug bei Verstand, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Sucht mich in diesem Gewölbe auf. Dann können wir gemeinsam fliehen. Telenger. Nee, zurück wollte ich nicht blättern. So. So, wir müssen nach unten. Nehmen nebenbei noch ein bisschen was zum Lesen mit. Hier ist aber nichts nach unten. Ah, hier. Nee, das geht nach oben. Hallo? Bibliothek der Dämmerung, damit... Ach so, da muss ich wieder... Ja. Okay, da geht's runter. Darf ich hier vielleicht auch mal hoch? Das war nicht ganz so geplant. Aber so geht's auch nach unten. Ich wollte schon so von Bücherregal zu Bücherregal hüpfen, aber nicht ganz so, wie es jetzt gelaufen ist. So. Geradeaus oben müssten wir hin. Kommen wir da hin? Nee, das ist nicht oben, das ist nur hinten rum. Okay. Ich schätze, ihr habt meine Nachricht gelesen. Die Zauber, die ich darauf gelegt hatte, haben mich alarmiert, als nicht-dädrische Augen das Schreiben untersucht haben. Ich hoffe, dass ihr ein Mitglied der Truppen Tamriels seid. Wenn dem so ist, muss ich euch etwas zeigen. Was habt ihr herausgefunden? Dieses Gewölbe birgt ein Portal und die von ihm ausgehende Kraft ist überwältigend. Irgendetwas auf der anderen Seite versucht, den Schleier der Illusionen zu durchdringen, der auf dieser verfallenen Bibliothek liegt. Glaubt ihr, es ist gefährlich? Ach, das ist unerheblich. Was auch immer dieses Ding ist, es könnte bei unserem Kampf gegen den Herrn von Kalthafen noch nützlich sein. Wenn wir es in Besitz nehmen könnten, wäre diese Exkursion vielleicht doch keine völlige Zeitverschwendung gewesen. Ihr müsst doch zumindest irgendeine Ahnung haben, was diese Machtquelle ist. Ich habe da so meine Vermutungen,
aber ich hasse Spekulationen. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, ich glaube, es könnte eines der sagenhaften Lichter von Meridia sein. Jene Quellen der Macht, mit Hilfe derer sie die leere Stadt nach Kalthafen geschleudert hat. Kommt herein, dann gehen wir der Sache weiter nach. Das klingt nach Falle. Die Frage ist jetzt nur, wie... Achso, jetzt ist es offen. Betretet das Portal und findet die Quelle der Energie. Ich spüre, wie sie von der anderen Seite ausströmt. Warum wollt ihr, dass ich das tue? Weil ich mir selbst nicht ganz traue. Auch wenn ich den Illusionen aus dem Weg gehen konnte, denen die anderen auf den Leim gegangen sind, spüre ich trotzdem, wie dieser dädrische Zauber an mir zerrt. Findet die Kraftquelle und trefft mich an unserem Lager draußen vor den Ruinen. Und nehmt diesen Marker, nur für den Fall der Fälle. Was macht dieser Marker? Sobald ihr durch das Portal geht, wird sich der Marker auf diesen Zugangspunkt einstimmen. Falls ihr euch verlauft, könnt ihr den Marker benutzen, damit er euch sicher zurück zum Portal bringt. Was einst nur eine kleine Kuriosität war, die mir ein Vermögen eingebracht hat, ist nun eine wichtige Stütze unserer Mission. Naja gut, ich meine, ich kann auch ohne Marker da durchlaufen. Also wichtige Stütze. Ich weiß ja nicht, aber egal. Das könnte jetzt der Teil sein, der zumindest vor ein paar Jahren so richtig verbuggt war. Ich hoffe, dass es endlich mal geändert worden ist. Nein, ist es nicht. Also das habe ich wirklich gehasst wie die Pest. Ah, okay. Ihr müsst sehr noch weit nach oben gucken und ich glaube auch relativ nah dran stehen. Dann könnt ihr das Licht nehmen. Diese Lichter von Meridia können mich aus Molag Bals Fängen befreien. Findet sie und bringt sie zu mir. Nö. Weil das haben wir bereits getan. Wir haben dich auch schon befreit. Ich bin nämlich wie blöd ich immer rumgelaufen. Zu euren Freunden nach unten springen könnt. Die Macht, die mir verblieben ist, wird euch beschützen. Also, was ich sagen wollte, ich bin da immer rumgelaufen und ich konnte es nie so richtig anvisieren. Ich glaube, wenn man ganz weit nach unten gezielt hatte, dann konnte man es anvisieren. Mittlerweile ganz offensichtlich, wenn man weit nach oben zielt. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt runterspringen sollten, aber er hat ja behauptet, dass er uns beschützt. Also, Kamikaze! So. Wo müssen wir jetzt hin? Moment. Da ist er. Willkommen zurück, meine Freundin. Habt ihr es gefunden? Hatte ich recht? War die Quelle der Energie, die ich spürte, eines der legendären Lichter Meridias? Ihr hattet recht. Ich habe das hier auf der anderen Seite des Portals gefunden. Bei den Acht, dieser Kristall. Er ist ein Licht von Meridia. Es heißt, diese Kugeln der Macht hätten es Meridia einst erlaubt, eine ganze Stadt nach Kalthafen zu bringen. Wenn ein Diener Meridias diese Kraft für uns nutzbar machen könnte, würden wir davon maßgeblich profitieren. Ja, und wir erhalten mittlere Schultern, Mantel des Verliesgängers vom Set Stygia. Mit Meridias Lichtern können wir das Blatt dieser Kampagne wenden. Kirith sagte, ihr seid aus der leeren Stadt gekommen. Wir werden dorthin gehen, sobald sich alle ausruhen konnten. Habt Dank für eure Hilfe. Wisst ihr, ihr erinnert mich an einen meiner Studenten. Hab ich da jetzt gerade Catwill im Hintergrund gehört? Und wir haben eine Errungenschaft bekommen, Meridias Lichtträgerin. Das heißt, wir haben alle Lichter Meridias jetzt geholt. Was werdet ihr jetzt tun? Sobald wir in der leeren Stadt sind, werden wir umgehend damit beginnen, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Wir müssen die Lichter von Meridia erproben und Methoden nachgehen, um den Mechanismus von Molag Bals Ebenenverschmelzung zu zerstören. Bei solchen Feldzügen ist immer viel Forschungsarbeit nötig. Da ist er, hab ich doch richtig gehört. Ah, da seid ihr ja.
Die Stadtwahrerin sagte, ihr hättet jemanden mitgenommen. Ich nehme an, sie spricht über diese fröhlichen Gesellen. Gut, dass es ihnen gut geht. Sie leben doch, oder? Nicht, dass ich was gegen den seltsamen Zombie habe. Es ist der Geruch, den ich nicht ausstehen kann. Wirklich böse. Sie sind völlig erschöpft, aber sie leben noch. Tja, immer wenn ich eine Bibliothek besuche und etwas lese, dann schlafe ich umgehend ein. Ich kann einfach die Augen nicht mehr offen halten. Aber es ist ein tolles Mittel gegen Schlaflosigkeit. Doch genug von meinen Schlafgewohnheiten. Ich werde meine Heldenpflicht tun und sie alle heil in die Stadt zurückbringen. Stellt sicher, dass sie es in einem Stück zurückschaffen. Macht euch da keine Sorgen. Fast alle Leute, die im Lauf der Jahre mit mir gereist sind, sind währenddessen in einem Stück geblieben. Gelegentlich ging das eine oder andere Körperglied verloren, doch das war eher die Ausnahme als die Regel. Das sollte mich beruhigen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Habt vielen Dank. Ich hätte das nie alleine geschafft. Reinor schläft gerade, aber sobald er aufwacht, erzähle ich ihm, wie toll sein Gerät funktionierte. Ich will nur sagen, was ich meine ist... oh je, ich bin in so etwas nicht wirklich gut. Habt Dank, dass ihr uns gerettet habt, meine ich. Habt vielmals Dank. Gern geschehen. Ich hätte da noch einen Gefallen, den ihr mir tun könntet. Als da wäre? Stibbons ist noch nicht aufgetaucht. Ich habe ihn schon nicht mehr gesehen, seit ich in diese Bibliothek gelockt wurde. Mich überrascht es, dass er nicht hier draußen mit dem Essen bereitgestanden hat. Er hat sich wahrscheinlich einen höheren Aussichtspunkt gesucht. Zum Beispiel auf diesem Gipfel da drüben. Ja, und was bringt uns das? Diese Erkenntnis? So, wir sollen einmal wieder zurück in die Stadt, betrete die Kapelle des Lichts und was sie vermutlich meint, ich bin mir nicht sicher, ist wahrscheinlich hier der verschmähte Gipfel, weil da gibt es auf jeden Fall eine Quest mit Stibbons und der Laurent. Und ich hatte euch ja irgendwann in einer der Folgen davor gesagt, das war's nicht. Dass es irgendwo noch eine gab. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Aber das ist im Endeffekt die hier oben. Ich würde sagen, da sie uns jetzt gerade darum bittet, dass wir die Quest mit Stibbons Rettung dann doch ausnahmsweise noch dazwischen schieben und dass wir damit der Hauptquest in der Folge danach weitermachen werden. Weil das jetzt gerade so schön hier zusammenpasst, weil sie uns jetzt darum gebeten hat, dass wir nach ihnen Ausschau halten sollen und so. Würde ich sagen, hängen wir das noch dran, damit es zur Geschichte auch wirklich passt und machen mit der Hauptstory dann ja eine Folge später weiter, also sprich in der übernächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.